Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Einführung in die Medienpädagogik. Diese Folie kennen Sie schon. Wir kommen heute zum Lehren und Lernen mit Medien. Nachdem wir uns das letzte Mal mit dem Lernen über Medien, also mit dem Inhaltsbereich, mit der Zielperspektive beschäftigt haben, ist heute das Lehren und Lernen mit Medien dran. Und dann im Laufe der Woche, bitte denken Sie daran, schauen Sie sich ein paar ergänzende Videos, Materialien finden Sie entsprechend im Moodle-Kurs an, dass wir entsprechend am nächsten Mittwoch dann nicht nur sozusagen über die theoretischen Bezüge, die ich Ihnen jetzt gleich näher bringe, sprechen können, sondern entsprechend Sie auch noch einen kleinen Einblick schon mal bekommen haben, ergänzenden Einblick, wie das Ganze dann entsprechend in der Praxis aussehen kann. Zeige ich Ihnen aber gleich noch. Und das eben nochmal zur Orientierung. Zur Orientierung möchte ich Ihnen auch eine kleine Begriffsklärung mitgeben und dazu ein Zitat von Michael Kerres und Annabel Preußler. Die sagen nämlich, Mediendidaktik ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, das Lernen und Lehren mit Medien zum Thema hat. Und die Mediendidaktik beschäftigt sich mit Bildungsanliegen, die durch den Einsatz von digitalen Medien bewältigen lassen. Und es geht dabei um die Frage, sagen Sie weiter, wie fachliches Wissen und Fertigkeiten unter Verwendung von Medien entwickelt werden. Also das mal als erste Begriffsklärung, als Heranhangeln an die Mediendidaktik. Und das gehört quasi zur Einleitung, zur Annäherung. Wenn Sie sich noch weiter einlesen wollen in das Thema Mediendidaktik, dann kann ich Ihnen diese drei Werke empfehlen. Natürlich gibt es die auch in unserer Bibliothek und natürlich finden Sie entsprechend dann noch ein paar Ausschnitte daraus, ergänzende Texte zu dem, was ich Ihnen heute erzähle, auch in Ihrem Moodle-Kurs, in dem es dann speziell um Mediendidaktik geht. Also wer da noch ein bisschen weiterlesen möchte. Und damit wären wir an dieser Stelle schon vielleicht an etwas Unüblichen, nämlich einem Test. Ich möchte nun versuchen, einen Beweis für diese Visualisierungsthese zu bringen, also die in der kleinen Begriffsklärung enthalten ist. Und schwierig an der Aufgabe ist jetzt, die Sie jetzt zu bewältigen haben, dass sie wirklich sehr komplex ist und damit, dass man trotz der Hitze sich gut konzentrieren muss, möglichst gut konzentrieren muss und Sie auch sehr genau zuhören sollten, denn Sie haben insgesamt nur 30 Sekunden Zeit, eine Lösung für eine Aufgabe zu finden, die ich Ihnen gleich sage, da dann aber die 30 Sekunden laufen. Deswegen schon mal der Hinweis, Sie brauchen dazu ein Stück Papier und einen Stift, irgendeinen Stift, den Sie am besten jetzt schon parat legen können. Also für diejenigen, die nur am Laptop arbeiten, das funktioniert nicht am Laptop, am besten kleinen Zettel würde absolut ausreichen und ein Stift, irgendeinen Stift. Okay. Ich würde mal vermuten, die meisten von Ihnen sind nun vorbereitet. Und gleich, wenn ich umblätter, dann läuft die Zeit und ich lese die Frage dann nochmal vor und Sie sehen aber dann auch die Frage. Okay, sind Sie bereit? Einige nicken. Okay, dann geht's jetzt los. 30 Sekunden laufen. Bitte zeichnen Sie ein Quadrat mit drei Geraden.
So, noch knapp 10 Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Die Zeit ist vorbei. Legen Sie am besten jetzt den Stift zur Seite. Dankeschön. Und jetzt die Frage an die Spitzfindigen unter Ihnen. Dazu muss ich vorher nochmal sagen, es ist wirklich eine schwierige Aufgabe. Ja? Also, wenn Sie keine Lösung gefunden haben, bitte nicht frustriert sein. Aber wer von Ihnen hat denn eine Lösung gefunden? Einige melden sich, ja. Zwei, um genau zu sein. Ne? Melden sich nochmal deutlicher, wer hat eine Lösung gefunden? Oh, da hinten auch noch drei. Okay, vier Personen haben eine Lösung. Ich hoffe, Sie haben sie nicht ausgetauscht. Sie schütteln den Kopf. Wer von Ihnen würde denn gerne diese Lösung hier kurz an der Tafel anzeichnen? Gerne, Sie haben den kürzesten Weg. Ein Applaus für diese wunderbare Lösung. Vielen Dank. Wer von Ihnen, die sich gerade gemeldet haben, hat denn auch eine solche Lösung? Sie melden sich. Ja, oh genau. Also das Gleiche wäre natürlich, wenn Sie diese Lösung hier gehabt hätten. Ne? Das funktioniert auch. Also, was dahinter steckt, ist, ich habe ja natürlich nicht deutlich gemacht, welche Bedeutung von mit ich meine. Also man kann es ja verstehen, mit im Sinne von mittels, dann wird es schwierig. Ne? Aber im Sinne von und, so haben Sie es verstanden und deswegen haben Sie die Lösung gefunden. Kreativ. Wer hat denn noch eine Lösung gefunden? Also gibt es noch eine, Sie haben eine Lösung? Eine andere? Sie haben einen weiten Weg, aber wollen Sie den auf sich nehmen? Probieren Sie es mal. Also ich habe den Rand als eine Gerade genommen und dann halt bei weiteren Zeugen. Okay. Ja. Und es ist Ihnen gelungen, das sprachlich zu visualisieren. Das ist schon auch eine Kunst. Also ich sage mal, wie ich es übersetzt habe. So haben Sie es verstanden. Ist es richtig? Die Spitzfindigen unter Ihnen werden wahrscheinlich sagen, naja, ist das jetzt ein Quadrat? Aber auf jeden Fall eine kreative Lösung, weil ich nicht gesagt habe, dass Sie den Rand oder vielleicht keine Linien oder Ähnliches nicht mit einziehen würden. Also, vielen Dank auch für diese Lösung. Vielen Dank. Okay, was würden Sie sagen, wenn ich sage, ich habe noch eine Lösung. Wer von Ihnen hat noch eine Lösung? Niemand mehr? Mit heißt ja nicht unbedingt, dass es nur schreibt. Wow. Also Sie haben ja nicht gesagt, ich zeichne ein Quadrat mit nur genau drei. Sie haben absolut recht. Genau, das ist meine Lösung. Das heißt, meine Lösung ist diese hier. Eins, zwei, drei. Das ist ein Quadrat mit drei Geraden. Ich habe ja nicht nur gesagt. Also, das ist die eine Lösung, die wir gefunden haben. Und das ist die zweite Lösung. Also, nun kann man jetzt überlegen, was kann man mit dieser Erkenntnis machen? Was kann man aus der Erkenntnis aus diesem Experiment nun festhalten? Was kann man damit anfangen? Zunächst ist es natürlich ein Beweis für meine Visualisierungsthese. Also ich vermute mal, wenn Sie dieses Ergebnis gesehen hätten, dann wären wahrscheinlich noch einige andere von Ihnen auf die Idee gekommen. Und wesentlich ist natürlich auch, dass man genau zuhört, nicht zuletzt auch darauf zu achten, was vielleicht nicht gesagt wurde oder was vielleicht eine andere Konnotation hat. Und dann ist natürlich auch ein Problem, dass unsere Erfahrung uns manchmal im Weg steht, wenn wir wissen, das ist jetzt ein schwieriger Test, das hatte ich ja fieserweise auch gesagt,
dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass es dann tatsächlich auch kaum zu lösen ist. Ich hatte nämlich relativ schnell gesehen, dass sie ihren Stift, ich glaube nach 5 Sekunden schon, nachdem sie die Lösung gefunden hatten, dann zur Seite gelegt haben. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man nach 5 Sekunden diese Lösung findet, dass man mit ein bisschen Weiterdenken vielleicht auch auf die nächste gekommen wäre. Und so funktioniert leider sehr häufig Schule, so wie ich sie zumindest erlebe, Hochschule manchmal auch, dass man, wenn man eine Lösung gefunden hat, man den Stift zur Seite legt. Und das ist richtig, also erstmal, weil also sozusagen, das ist kein Vorwurf in diesem Fall, weil sozusagen wir sind alle so sozialisiert worden innerhalb der Schule. Aber die Frage ist, ob das dauerhaft sinnvoll ist. Gerade aus Sicht angehender Lehrerinnen und Lehrer, Pädagoginnen und Pädagogen, ist es meines Erachtens wichtig, immer aufmerksam zu sein, immer um die Ecke zu denken und nicht nach 5 Sekunden schon aufzugeben, wenn sie glauben, die Lösung gefunden zu haben. Weil ich glaube, unsere Gesellschaft ist dafür zu komplex, dass es nur eine Lösung gibt. Aber ich verrate nicht, ich glaube, im Laufe des heutigen Vortrags wird das, was ich damit meine, noch ein bisschen klarer. Also wir sollten uns aufmerksam mit Lerngegenständen befassen, mit denen dann die Lernenden und wir auch selbst unsere eigenen Möglichkeiten und mit unseren Grenzen befassen. Und irgendwie habe ich die Vermutung, dass vielleicht der eine oder die andere schon weiß, worauf ich hinaus möchte, wenn ich von Lerngegenständen, den Lernenden und auch unseren eigenen Möglichkeiten und Grenzen spreche, nämlich das didaktische Dreieck. Klar, wenn man sich mit Mediendidaktik beschäftigt, dann muss man natürlich auch sich das mediendidaktische Dreieck anschauen. Und ich nehme an, dass die meisten von Ihnen das didaktische Dreieck schon kennen. Es geht zurück auf Johann Friedrich Herbert und Wolfgang Klafki und verbildlicht das Unterrichtsgeschehen. Also das Zusammenwirken von Lehrer, Lehrerinnen, Schülerinnen, Schüler und dem jeweiligen Lerngegenstand bzw. dem Unterrichtsgegenstand. Manchmal wird es auch als Stoff bezeichnet. Und dem Modell zufolge enthält der Lerngegenstand einen sogenannten Aufforderungscharakter, mit dem er zu dem Lernenden, aber genauso auch zu dem Lehrenden in Beziehung tritt. Das meint diese Wechselwirkung. Und dazu anregt, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Zumindest im Idealfall ist das so. Und die oder der Lernende begegnet diesem Aufforderungscharakter dann, das ist dann auch der Idealfall, mit Neugier, Interesse und Lernbereitschaft oder im ungünstigsten Fall, das gibt es natürlich auch, mit Ablehnung oder auch mit Desinteresse. Und die oder der Lehrende bereitet dann üblicherweise ein geeignetes Setting, in dem sich dann die Lernenden, Schülerinnen und Schüler zum Beispiel, mit dem Gegenstand befassen können und dann sozusagen während dieser Befassung ist dann die oder der Lehrende dann die Bezugsperson und kann Hilfeangebote machen den Schülern gegenüber und so weiter. So, das ganz kurz zusammengefasst, weil es ist ja keine schulpädagogische Vorlesung, was sich hinter dem didaktischen Dreieck befindet. Wichtig ist, dass in dieser Vorstellung des didaktischen Dreiecks die oder der Lehrende als kompetenter Vermittler, in Anführungszeichen, zwischen Lerngegenstand und den Lernenden auftritt. Und dazu bedient er sich üblicherweise geeigneter Methoden, die dann in der Regel ist es ein komplexer Gegenstand, weil sonst gäbe es ja keinen Bedarf, entsprechend diesen zu thematisieren. Dann schülergerecht vereinfacht wird, didaktische Reduktion als Stichwort, kennen Sie wahrscheinlich auch, und geeignete Organisationsformen zu finden, die dann den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler befördern können. Und hier sehen Sie jetzt zum Beispiel, bei diesem Dreieck ist es so, dass die Lehrerin, der Lehrer an der Spitze des Dreiecks steht. Das ist durchaus nicht nur so, das heißt also, man kann auch damit mit dem didaktischen Dreieck ein bisschen spielen, man kann es drehen. Ich habe Ihnen jetzt mal hier die drei möglichen Positionen des didaktischen Dreiecks skizziert und damit gleich die typischen Unterrichtsformen verbunden, beziehungsweise man könnte auch
nicht nur Unterrichtsformen, sondern können auch einzelne Unterrichtsphasen innerhalb eines Unterrichts sein, die dann entweder lehrendenzentriert ist, dann wäre die Lehrperson oben, oder auch schülerinnenzentriert, dann wäre entsprechend Schülerin oder Schüler oben. Also in Bezug auf diese Veranstaltung wäre das zum Beispiel die klassische Vorlesung wäre dann hier links. Das heißt, schon allein von der Raumsituation, wie wir hier zusammenfinden, sie entsprechend sind auf mich konzentriert, auf das, was ich Ihnen erzähle, hoffentlich auch. Also sozusagen, es ist eine lehrerzentrierte Situation. Wenn wir dann uns nächste Woche treffen und in den Austausch gehen, dann ist die Idee, dass die Situation Schülerinnen und Schüler zentriert ist, jetzt im übertragenen Sinne zentriert auf Sie als Studierende. Das heißt also, dass Ihre Fragen, Ihre Ideen, Ihre Hinweise, Antworten im Zentrum stehen. Zumindest idealerweise. Beim Projektunterricht oder beim forschenden Lernen, beim explorativen Unterricht wäre dann entsprechend analog dazu der Fokus auf dem Lerninhalt. Und jetzt gibt es aber natürlich noch etwas, was im didaktischen Dreieck eigentlich immer dabei ist, was ganz Zentrales. Hat jemand von Ihnen eine Idee, worum es sich dabei handeln könnte? Ich habe es ganz leise gehört. Nee, tatsächlich sind es noch nicht die Medien, sondern erstmal der soziokulturelle Rahmen. Aber da sind wir trotzdem im Kontext dieser Vorlesung, dieser Veranstaltung. Was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass der soziokulturelle Rahmen immer das Unterrichtsgeschehen umschließt. Das heißt also, üblicherweise bleiben die Lernprozesse nicht im Schonbereich der Schule, sondern orientieren sich natürlich an den Erfordernissen der Gesellschaft. Ich denke, bei den meisten ergibt sich jetzt eine Parallele, nämlich zu dem, was wir im Kontext der Sozialisationstheorien verhandelt haben und auch der Frage des Lernen über Mediens, also als wir uns darüber unterhalten haben, was die Medien bzw. digitale Technik, jetzt etwas weiter gedacht, als Lerninhalt, als Bildungsinhalt bedeuten. Also da sind wir konkret gesagt bei den Lehrplänen, bei den Curricula, die eben die Lernziele und die Lerninhalte enthalten und die natürlich sich aus der Gesellschaft, aus dem gesellschaftlichen Wunsch an Schule, an das Schulsystem ergeben. Das heißt also, damit beeinflusst die Gesellschaft maßgeblich diese drei Unterrichtskomponenten und natürlich damit auch das gesamte Unterrichtsgeschehen. Heißt also, in Bezug auf diese Transformationsprozesse, über die wir gesprochen haben, im Kontext von Lernen über Medien, Mediatisierung und Digitalisierung zum Beispiel, können wir also hier nochmal das Lernen über Medien anknüpfen. Also, wie gesagt, Medien als Lernziel und damit eben auch als Lerngegenstand. Und nun aber gibt es noch etwas, womit man dieses Modell erweitern kann. Wer hat eine Idee diesmal? Genau, also die Medien.